Jo, hallihallo, hallöchen Leute, wir sind hier wieder mit Oblivion. Im letzten Part wurde uns ja gesagt, wir sollen Verbündete für die Stadt suchen. Aber ich glaube, das können wir uns sparen. Weil vor Brumar wird dann so ein riesengroßes Tor auftauchen, so ein riesengroßes Oblivion-Tor. Und da steht es jetzt einem, glaube ich, frei, da jetzt Soldaten ranzuschaffen. Also wenn wir jetzt keine Soldaten ranschaffen, da ist das auch nicht so schlimm. Also ich habe es bei meinem Spiel auch ohne die Hilfe von anderen Soldaten geschafft. Also das war ziemlich simpel. Es ist nicht allzu schwer. Was wollte ich jetzt sagen? Und wenn wir jetzt die ganzen Städte machen würden, müssten wir immer ein Oblivion-Tor schließen. Und bah, darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Lust. Deshalb, Martin, hast du... Der nächste Abschnitt des Mysteriums Xaxis ist ungeheuer schwierig. Ich habe den Rest des Rituals bisher noch nicht entschlüsselt. Hoffentlich macht ihr Fortschritt. Aha. Gehabt euch wohl, mein Freund. Was ist? Muss ich das jetzt wirklich machen mit der Mission? Mir war mal so, als müsste ich das nicht tun. Möge uns Uriels... Ja. Lala. Vor, dass ich nicht noch nicht stehen. Geist in diesen finsteren Zeiten leiten. Der nächste Abschnitt ist Mist. Mein Detra-Artefakt gegeben? Ich werde erst gar nicht fragen, was ihr auf der Suche danach durchgemacht habt. Ich kenne die Verderbtheit der Fürsten von Oblivion nur zu gut. Seid ihr bereit, mir das Artefakt zu geben? Denkt daran. Beim Ritual wird seine physische Form verzehrt. Es wird viele Jahre lang in Tamriel nicht mehr gesehen werden. Ja, na klar. Ah, Asuras Stern. Genauso schön, wie die Geschichten erzählen. Während eurer Abwesenheit habe ich Fortschritte beim Entschlüsseln des Rituals des Mysteriums Xaxis gemacht. Als drittes brauchen wir einen großen Welkinstein. Vielleicht habt ihr schon mal kleinere Welkinsteine gesehen. Sie sind in Eileiden-Ruinen häufig zu finden. Ein großer Welkinstein wird allerdings nicht leicht aufzutreiben sein. Sie wurden wegen ihres hohen Wertes, den sie für Magier und Okkultisten haben, im Lauf der Jahre einer nach dem anderen gestohlen. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem sich noch einer befinden soll. Die Ruinen der Eileidenstadt Miskarkant. Dort haben viele auf der Suche nach diesem großen Stein ihr Verderben gefunden. Da uns aber nur ein großer Stein nützt, muss euch gelingen, woran alle anderen gescheitert sind. Die Hauptstadt eines der alten Eileiden-Königreiche, die vor dem Auftauchen der Menschen in Cyrodiil blühten und gediehen. Die Ruinen sollen noch immer von dem rachedurstigen Geist ihres letzten Königs heimgesucht werden. Auf jeden Fall ist dies kein Ort, den man leichten Herzens betritt. Seid vorsichtig. Jojo. Seid vorsichtig, mein Freund. Und ich weiß, dass ihr schon... Ja, ja, komm, laber mich nicht zu. Finde ich in den Spaß, man hier von Quatsch. Gehen wir nach Quatsch und dann von Quatsch dahin. Ich weiß noch, dass ich die Mission gar nicht toll fand. Weil das auch wieder so ein hässliches Labyrinth ist, aber es wird, glaube ich, mein das vorerst letzte Labyrinth sein, was uns so begegnet. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Wir werden sehen. So. Hier links. Das ist ja böse hier. Das ist ja böse. Das hier noch geht. So.
So, wo ist jetzt die doofe Höhle? Dieses Labyrinth mochte ich irgendwie überhaupt nicht. Aber da müssen wir jetzt durch. Das war, glaube ich, das schlimmste Labyrinth von allen. Ich habe die Ruinen von Miss Karand betreten. Nun muss ich ihren großen Welkenstein finden. Ich glaube, das ist die schlimmste von allen. Also die schlimmste Labyrinth, so. Jetzt bin ich auf den Namen gekommen. Ich will eine Fackel haben. Fackel. Ein Stück haben wir noch. Hallo? Also ich weiß, dass hier sich, Goblins und Untote immer gegenseitig bekämpft haben und das macht meine Kämpfe ziemlich leicht. Wo müssen wir jetzt lang? Ja, folg mal am besten einfach mal dem roten Dings da. Hui, Alter! Kratzer und Schnittwunden, die ihr in langen Übungsstunden mit allen möglichen Klingen davongetragen habt, waren nicht umsonst. Ihr seid ein Gesell im Umgang mit Hieb- und Stichwaffen. Bei eurem heftigen Seitwärtsangriff habt ihr nun die Chance, den Gegner zu entwaffnen. Haltet die Angriffstaste gedrückt, während ihr euch nach links oder... Ja, Text zu Ende. Wendet. Wow! Alter! Kommt mir jetzt auf einmal alle her! Alter, erschreckt mich nicht so. Meine Fresse. Das Tor wird per Fernsteuerung geöffnet. Ja, und da haben wir es schon. Und genau das habe ich an diesem Labyrinth gehasst. Man wusste nie, wie irgend so eine Kacktür zu öffnen ist. Da ist ein Zombie. Hallo? Zombie? Zombie. Tschüss. Man wusste nie, wie irgend so eine Kacktür zu öffnen ist. Man musste immer von A nach B latschen, um so Kacktüren zu öffnen. Und das hat mich an diesem Labyrinth stark angekotzt. Ja, das hat es. Also der einzigste Vorteil, den dieses Labyrinth wirklich hat, ist, dass sich da die Untoten und die Goblins gegenseitig bekämpfen. Ja, verdammt, wie war denn das? Zur Not muss ich meine Lösung zu Hilfe nehmen. Die ich auch schon... Aua! Dämlich! Die ich auch schon, meine eigene... Welkenstein? meinen eigenen Spielstand genommen habe. Oh, nee, ey. Also ich glaube, dieses Labyrinth lange dauern. Das Labyrinth einfach nur Kacke ist. Du gehst ja auch nicht auf. Fernsteuerung, so ein Kack hier. Nichts.
Dammit, das ist scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie das war, ey. Nee. Hier unten gibt's ja auch nichts. Kleine Kiste, sind zwei Gold drin, way. Elkenstein. Ach, das ist jetzt dämlich. Hier geht's ja nicht weiter. Eisentor. Muss nicht durchkommen. Irgendwie. Das sieht interessant aus. Oh, Skelett. Ob ich da jetzt einfach mal runterspringe? Aber eine wirkliche Wahl habe ich da nicht. Einfach mal runtergesprungen. Geguckt, was ich davon habe. Aua! Oh, ah. Ja, na klar. Kommen mir wieder 50.000 Goblins entgegen. Komm her, Junge. So. Ist irgendwas Interessantes hier? Scheint nicht so. So, Wirkenstein. Steinbank. Viele Kisten. Komische Tränke. Gold. Dietrischer. Dö. Damit werden wir wohl eine Tür geöffnet haben jetzt. Denke ich mal. Weiß ich nicht. Oh, die Tür haben wir geöffnet. Und dann denke ich mal, dass die Tür da hinten jetzt auch offen ist. Die Tür. Wait. Jo, die ist jetzt auch offen. Sehr schön. Ja. Oh, kann dieses Labyrinth nicht ein Ende haben? Ich mag dieses Labyrinth überhaupt nicht. Danke, Ray. Ray, hallo? Klopp dich doch mit dem scheiß Skelett hier. Dieser Käfig wird entfernt angehoben. Aha. Ich habe hier aber was gesehen. Nee. Oder habe ich mich da jetzt geirrt? Was ist das? Ich dachte, ich hätte hier irgendwo einen Schalter gesehen. Scheint aber eine Fehlanzeige gewesen zu sein. Was sagt denn meine Karte eigentlich? Die sagt da. Sagt, ich soll da lang. Das ist dann aber wieder so ein Tor. Ah. Ah, die Tür geht davon nicht auf. Nee, muss eine andere Tür aufgegangen sein.